Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir können jetzt endlich mit der Calcio A spielen. Ich bin sehr gespannt auf Quadrado, vor allem nachdem er mir im letzten Spiel als normale Karte zwei Tore eingeschenkt hat und ich dann dementsprechend gespannt bin, ob er jetzt bei mir genauso geil ist. Schauen wir mal. Ja, Rechtsfuß. Vor allem mit seinem schwachen Linken hat er mir eins eingeschenkt. Das gibt's gar nicht. So, ich habe jetzt glaube ich nur Zeit für ein Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Zeit habe für Verlängerung. Ich glaube nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht in der Verlängerung ausgeht. Aber ja, ich wollte ja jetzt nochmal spielen. Ach, er hat drei Legenden als Leihspieler. Wo hat er die denn her? Kann sein, dass man die irgendwie als Squad-Building-Challenge nicht organisieren kann. Aber gut, als Leihspieler sind sie halt irgendwann weg. Ist jetzt nicht so. Aber schauen wir mal. Konzentriert spielen. Also ich bin mit meiner spielerischen Leistung in den letzten beiden Spielen auf jeden Fall zufrieden, habe konzentriert gespielt, habe nicht aufgegeben. Und dann schauen wir mal. Wie das weitergeht. Erstes Tor Quadrado. Krass, krass, krass. Im ersten Spiel, aber gut, das war natürlich auch einfach ein Abpraller, ne? Aber egal, Tor ist Tor. Getunnelt. Zählt auch als Tor für Quadrado, oder? Ist kein Eigentor, bitte. Hat ja schon ziemlich geile Werte, der Quadrado. Philippe Andersson hat schlechtere Werte, aber hat sich halt super geil spielen lassen. Und macht halt richtig viele Scorer-Punkte, deswegen muss Quadrado halt schon ziemlich übertreiben. Mit der gespielt wird, er ist ja auch viel teurer, Quadrado, darf man ja auch nicht vergessen. Schade. Aber ich muss zu riskant rennen, sonst hätte er mich halt eingeholt, deswegen musste ich halt versuchen, da übers Maximum zu gehen. Ja. Zweifelungsflanke, die dann zum Glück auch nicht kommt. Da haben wir natürlich zwei Informs auf Außen. Einmal El Shaarawy und, na gut, das andere ist keine richtige Inform, ist eine Scream-Karte, aber sagen wir mal zwei aufgewertete Karten. Ja, ist abseits. Schade. Aber trotzdem geil gespielt, der Pass, dass er da überhaupt durchgeht. Oh. Na, also bitte. Ich glaube, er rennt mir gerade mit seiner Legende hinterher. Nein, ach, ich bin dumm. Scheiße, da komme ich nicht mehr hinterher. Ja, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Definitiv mein Fehler. Der dumme Ballverlust halt. Und dann konnte er perfekt kontern. Scheiß Konterteams. Ja, aber war mein Fehler vorher. Dieser dumme Fehlpass auf Quadrado. Ja, da war halt total unnötig. Okay, das war aber ein ganz klassisches Lackertor. Sorry, das war ein ganz, ganz klassisches Lackertor. Ja, das war ein ganz klassisches Lackertor. Eieiei, das war richtig krass lucky, ey. Wie wir uns da durchgelackt haben. Muss auch mal sein. So, jetzt konzentrieren, dass wir hier nicht direkt wieder den Ausgleich fressen. Oh, zum Glück. Hat aber vorher gut gemacht, hat mich ziemlich abkochen lassen. Das war nicht gut verteidigt von mir.
Der Geschlenz, der ging ja zum Glück nicht rein. Schwacher Pass von Koulibaly. Und dann ist das zum Glück zu zentral. Hat er denn eigentlich das Tor gemacht gehabt? Dieses zweite. Schade. Wo wollte denn den hinspielen? Sich selber vorlegen oder was? War auch wieder viel zu arrogant gespielt. Das gefällt mir. Also das gefällt mir gerade nicht, das Spiel. Also so wie ich spiele jetzt. Zu viele dumme Fehler drin. Das war meiner Meinung nach ein Foul. Wäre ich geblockt. Ich denke jetzt, dass er mit seiner Legende von überall schießen kann oder was. Also die Distanzschüsse, die beiden waren bisher eher schwach. Spiel normalen Pass. Escharabi macht leider einen Laufpass draus. Meine Fresse, da soll er mit seinen scheiß Distanzschüssen. Okay, Distanzschüsse sind besser als durchkombinieren, wenn es dann 100%ige ist, aber. Ist trotzdem nervig. Da ist, glaube ich, abgefälscht. Bitte keine Ecke. Danke. Ja, das war dann leider nicht mehr zu verteidigen. Also ich denke, da war jetzt nicht wirklich meine Schuld. Also er hat es auch gut gespielt, aber ich denke, das kann man einfach nicht besser verteidigen. Das ist dann einfach FIFA 18. Egal, mach einfach das 3-2. Gegner spielt halt wirklich gut und seine Spieler nerven, sind schnell. Also das ist schon der zweite richtig scheiße gespielte Pass von El-Sharabi in dem Spiel. Lack gerade ein bisschen. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, bin nicht zufrieden mit der ersten Hälfte. Ich hatte zwei Tore geschossen, aber eins davon total lucky. Gegner ist ein Tick besser als ich. Ich denke, das Unentschieden geht trotzdem noch in Ordnung, weil er halt vor allem Distanzschüsse nimmt. Aber gefällt mir nicht, wie wir bisher spielen. Viel zu wenig Zugriff auf den Gegner. Bekommen eigentlich fast niemand einen Ball abgefangen. Auch teilweise zu weit weg. Schwacher Abschluss.
Ich würde sagen, wir stehen einen Tick besser als in der ersten Hälfte. Schade. Aber war zumindest eine gut rausgespielte Chance. Och, Alu, muss das sein? Jetzt spielen wir es gerade gut, jetzt spielen wir es gerade gut. Also, jetzt spielen wir es gerade gut und belohnen uns auch dementsprechend. Sehr schön. Schöner Tor, schönes Schuss. Oh mein Gott, schönes Tor, schöner Schuss. Jetzt spielen wir bitte genauso weiter. Es war so, also es war, ich wollte nicht sagen, es war so klar, dass ein Tor fällt, sondern es war so klar, dass er jetzt wieder aus der Distanz abschließt. Das scheint so ein bisschen sein Ding zu sein. Schade. Nein, das ist jetzt bitte keine Ecke. Das ist jetzt bitte keine Ecke. Danke. Ha! Oh, sehr geil. Statt einer Ecke kriegt er jetzt gar nichts. So, Quadrat und El-Sharawi haben eigentlich noch ein bisschen Power, aber ich glaube, El-Sharawi hat mir eh nicht gefallen im Spiel. Den wechsle ich mal aus für Alessandrini. Quadrado lassen wir mal. Hat auch ein Tor gemacht. Vielleicht eine Vorlage, aber ich glaube nicht. Er hat, glaube ich, nur ein Tor gemacht. Oh. Gut abgefangen von Lichtsteiner. Och Mann! Ich glaube, den Pass wolltest du nicht spielen. Kann mir nicht vorstellen, dass er dahin spielen wollte. Schade. Kann man eigentlich nochmal Brand wechseln? Hat er jetzt Pause gedrückt? Ja, ne? Ich habe glaube ich nicht Pause gedrückt. Oh, nicht. Was ist das denn? Nicht Bändereien.
The Visitors. Nein! Oh, wo spielt denn der hin, der Idiot? Das soll doch gar nicht. Egal, nicht aufregen. Salah hat er eingewechselt. Schöner Fehlpass. Schade, das war's. Nice! Haben wir das Spiel wirklich noch gewonnen? Das war ein interessantes Spiel. Erste Hälfte habe ich schwach gespielt, in der zweiten Hälfte habe ich es dann deutlich besser gemacht. Und bin glücklich drüber. Und ich glaube, ich mache jetzt mal einen Cut. Weil ich jetzt keine Zeit mehr habe. Ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe, nicht in die Verlängerung zu müssen. Aber ich werde dann das zusammenschneiden, damit wir wieder zwei Spiele in der Folge haben. Tore, Brozovic und Torreira hat ein Tor gemacht. Ach so, und Cuadrado natürlich. Torreira, nice. Torreira neu, erstes Spiel ein Tor. Cuadrado neu, erstes Spiel ein Tor. Vorlagen. Torreira macht zwei Scorerpunkte und Icardi auch. Sehr geil. Also Icardi über zwei Vorlagen. Torreira über... Moment mal, wieso ist denn da Icardi der beste Spieler? Verstehe ich schon wieder nicht. Torreira macht auch noch ein Tor. Naja, egal. Und das als Sechser, das ist eigentlich Mehrwert. Naja, egal. Haben gewonnen, sehr gut. Tja, und dann muss ich erstmal weg und ich weiß nicht, ob ich noch Spiele schaffe jetzt am Freitag. Am Samstag schaffe ich wieder mal keine. Es werden immer mehr Spiele, die ich am Sonntag machen muss. Fuck, aber ich wäre am Sonntag wieder... Ach nee, ich habe glaube ich am Sonntag auch nicht so viel Zeit. Oh, das wird scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, das wird kacke. Das wird richtig, richtig kacke. Und ich muss eigentlich alle Spiele spielen, weil wir sind ja an der ersten Woche... Und das wird ja dann hinten raus dann wichtig. Oh, scheiße, ich sehe mich schon wieder stundenlang. Oh nein. Aber ich kann jetzt, also erstmal einen Cut und dann gucken wir mal. Vielleicht kriege ich noch zwei Spiele heute hin. Also dann, macht's gut. So. Nach der kleinen Unterbrechung heute Nachmittag sind wir jetzt wieder in der Weekend League. Dieses Mal allerdings etwas später. Und ich werde nicht ganz so laut reden, weil jemand im Wohnzimmer liegt oder bald liegt und schläft. Und ich deswegen versuchen werde, etwas leiser zu reden. Kann ich dann im Endeffekt ja darüber kompensieren, dass ich einfach die Audiospur etwas lauter mache, sollte es zu leise sein. Ansonsten werde ich sowieso wieder, wie ihr das schon kennt, im Spiel etwas weniger kommentieren. Dann kann ich mich sowieso besser konzentrieren. Da es jetzt schon doch relativ spät ist, werde ich auch nicht so viele Aufnahmen machen. Und dann die restlichen am Sonntag spielen. Ich hoffe halt, dass jetzt noch zumindest 4 Spiele hinbekommen. Wie haben wir jetzt noch 18? Quatsch, 22. Dann haben wir am Sonntag noch 18. Das ist immer noch ziemlich viel, aber natürlich deutlich besser als 22. Und das Geile ist, wie ihr vielleicht seht, die Scream Boosts sind tatsächlich da. Da hat sich natürlich doppelt gelohnt. Also die kommen immer einmal im Monat. Das heißt, immer wenn Vollmond ist, kommen die Scream Boosts für die Karten. Und da hat sich natürlich doppelt gelohnt, einen Pulisic zu holen, der jetzt logischerweise nochmal deutlich geilere Werte hat. Ich meine, seine Pace ist sowieso schon geil gewesen, aber Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft, Volleys, sehr schön, Übersicht, kurzer Pass. Die Dribbling-Werte sind unglaublich, richtig schöne Ausdauer, Sprungkraft 99. Und dann kommt ja noch der Maestro-Boost drauf, der Dribbling-Schuss und Pass verbessert. Sehr, sehr geil. Ja, Bänder kennen wir schon mit dem Boost und ich finde es auch mal geil, dass die dann so grün hinterlegt sind auf den Karten. Kedira kennen wir auch schon mit dem Boost und natürlich richtig geil, einfach mal ein 89er Quadrado, guckt euch die Werte an, schon die auf der Karte stehen, 93 Tempo, 90 Dribbling, 82 Schuss, 80 Pass, 75 Füße, dann die Ingame-Werte, traumhaft. Das Abschlussspiel ist ein bisschen enttäuschend mit 74, aber wir haben ja Deadeye drauf und Deadeye boostet, glaube ich, den Abschluss um plus 15. Also haben wir auch da keinen Stress mehr. Schusskraft, Fernschüsse, ja, vom allerfeinsten. Ich bin gespannt, jetzt ist natürlich jetzt ein kleiner Nachteil, im Anführungsstrichen, weil
die Scorer-Punkte, die jetzt zum Beispiel Quadrado erzeugt, die sind dann logischerweise mit Boost gespielt und nicht ohne. Das heißt, es ist dann nicht mehr ganz so aussagekräftig. Das Beste wäre natürlich, wenn ich mir das vielleicht aufschreibe. Also hat jetzt schon ein Scorer-Punkt regulär erzeugt durch ein Tor. Dann werde ich mal versuchen, mir das aufzuschreiben, damit wir uns merken, dass er dann die restlichen Scorer-Punkte mit dem Boost gespielt hat. Und, ach ja, da fällt mir ein, ich wollte mal gucken, ob der jetzt durch Zufall schon im Preis gestiegen ist. Ich habe ihn für 48.750 gekauft. Und der ist jetzt wert 83, 89, 64, 59. Ja, also man könnte jetzt definitiv schon Gewinn mit ihm machen. Das ist natürlich cool. Da habe ich gerade Bock, auch nochmal die anderen Karten nachzuschauen. Ich denke, Dira ist dann auch nochmal im Preis gestiegen. 47,5. 75, 73, 49, okay, nee. Kedira, oh, 46. Kedira ist sogar billiger, als ich ihn gekauft habe. Sehr geil. Bender 26.000. Fünf, 37, 35. Ja, der ist etwas im Preis gestiegen. 30.000, okay. Aber er ist etwas im Preis gestiegen, das ist schon mal ganz gut. Und Pulisic ist jetzt auf Garantie auch im Preis gestiegen. Weil Pulisic 16,25. Weil Pulisic und Quadrado habe ich mir ja gekauft, als die Halloween, der Halloween-Boost schon vorbei war. Und da müssten die eigentlich jetzt preiswerter gewesen sein nach Halloween als vorher, wo ich mir Kedira und Bender gekauft habe. 21.000, 20.000, ja, der ist auch ein bisschen gestiegen. Aber egal, wir spielen jetzt. Konzentriert spielen, wie gesagt, bin schon etwas müde, aber ich hoffe, dass ich jetzt noch für, wie gesagt, im besten Fall halt 4 Spiele die Konzentration hochhalten kann. Na, Gulam braucht noch. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt die 22 Spiele lassen würde und jetzt nicht nochmal spielen würde, dann würde ich halt, also selbst wenn ich mich zwingen würde und alle spielen würde, würde ich definitiv die letzten wahrscheinlich 6, vielleicht sogar 7, 8 Spiele total auf dem Zahnfleisch spielen und wäre da auch mega am Arsch und müde. Von daher kann ich auch jetzt spielen, wenn ich noch keine Spiele zumindest gemacht habe, auch wenn ich vielleicht ein bisschen müde bin. Sollte trotzdem auf lange Sicht dann besser sein. So, schauen wir mal, was kriegen wir denn als Gegner? Oh, da sehe ich schon 91er Stürmer und 88er Recht. Ja, alles klar, super geil. Boateng, Alaba, Second In vom Kimmich, Sokrates, Lewandowski, Reus, geupgradeter Wants to Watch, James Rodriguez, Robben und den anderen habe ich nicht gesehen. Inform, Goretzka, super teures Team, super krass geile Spieler. Viele Spieler dabei, die ich auch gerne selber hätte in meinem Team. Und mal schauen, welches Bundesliga-Team gewinnt. Ich hoffe natürlich meins. Und jetzt konzentrieren, wie gesagt, ja nicht ganz so viel reden. Ich merke gerade, dass ich hier was über den Stuhl hängen habe, was mich stört. Und jetzt habe ich irgendwas umgehauen. Egal, es geht los. Puh, Konzentration. Come on, baby. Let it rain one time, please. So. Oh, das war schon mal ein Pass, der nicht dahin gehen sollte. Also ich wollte nicht auf Kimmich spielen. Wer rennt denn da so krank nach vorn? Wer war denn das gerade? Schade. Oh, doppelt schade. Dreifach schade, aber wir haben den Ball nochmal. Ah, und wieder bleiben wir nicht im Ballbesitz. Also wir schaffen es nicht, uns da durchzulacken oder wie auch immer. Mit Reus und Robben natürlich auch zwei schnelle Flügelstürmer. Eieiei, das war riskant, aber egal. Ging gut. Ja, macht es ganz gut, auch jetzt wieder. Das Gefühl, dass er sich nicht so leicht abkochen lässt, was die Doppelpässe angeht. Der Pass war so nicht ganz geplant. Er wird auf jeden Fall schnell nach vorne zu spielen, das merkt man schon mal. Ach, Tolisso war das vorhin, glaube ich, der so straff dahingerannt ist. Schade. Ja, macht es bisher aber schon mal nicht schlecht in der Abwehr. Das ist nicht so geil.
Das hat er gut abgebrochen. Das habe ich schlecht verteidigt, habe ihn halt einfach durchlaufen lassen. Aber glücklicherweise legt er sich an den Ball zu weit vorne im Sprint und Fährmann ficht ihn einfach. Das wird ein schweres Spiel, kann ich jetzt schon sagen. Das ist ein Foul meiner Meinung nach. Schöne ist, er macht bisher nach vorne doch einige Fehlpässe, weil er immer solche weiten Pässe probiert, die dann abgefangen werden von meinen Spielern. Oh, eigentlich gar keine so schlechte Flanke, ein bisschen zu nah ans Tor ran. Oh, macht er auch wieder gut. Sehr gut. Wieder ein Fehler. Durch so einen weiten Pass. Oh, ein bisschen die Pace von der Pulisic mit hier. Ah, Foul. Hätte er vielleicht den Vorteil laufen lassen können. Ich glaube, da wäre ganz gut gekommen. Dann machen wir einmal mit Süle jetzt ein Kopfballtor. Das war eine richtig scheiß Flanke. Fällt mir gerade ein, ich hätte mal wieder die Standards, die Rollenverteilung wieder einstellen sollen. Das habe ich vorhin vergessen. Ja, riskanter Pass. Ich komme echt nicht durch, ne, gegen seine Abwehr mit Vidal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns da vor Reus noch zum Kopfball durchsetzen. Oh, ich dachte echt, den kriegen wir noch. Und machen jetzt das total krasse Lackertor, aber hab mich geirrt. Sehr gut. War auch kein guter Pass von ihm. Scheiße, schlecht gedribbelt. Er macht es echt gut mit Vidal. Kurz beruhigen. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus, ich weiß nicht wieso, aber ist egal, weil politisch den Ball einfach wiederholt. War nicht so geplant. Ja, ich sag, er macht viele Fehler, vielleicht stehen wir auch einfach gut, aber... Oh. Überhaupt nicht geil, noch keine wirklich geile Torschance generiert. Wir müssen hier mal übers Lagertor kommen, glaube ich. So wie zum Thema Lagertor. Ach, bitte nicht so ein FIFA 13 Pass. Danke. Er macht echt viel mit Vidal, das ist auffällig, aber Vidal ist halt auch einfach. Monster als Sechser. Boah, es ist das schwere Spiel, für das ich es gehalten habe. Was mir halt bisher Mut macht, ist, dass er nach vorne eigentlich fast noch einen Tick schlechter aussieht als ich, weil er oft diese Pässe, diese weiten Pässe nach vorne spielt, diese schnellen, die dann einfach abgefangen werden. Ich glaube, ich komme halt wenigstens noch in den Strafraum oder zum Strafraum.
Schmelzer einfach nur seinen Körper einsetzt. Krass. Schöner Pass. Oh, schade, dann schaffen wir es einfach wieder nicht. Aber wieder abgefangen, das habe ich gemeint. Abgefälscht. Erste Ecke im Spiel. Manchmal ein schönes Tor über eine Ecke. Ich glaube, da steht Tolisso. Keine Ahnung, ob der Kopfballstreik ist. Sollte genau dahin. Ich habe genau gesehen, dass Bender da schön angelaufen kommt, aber bekommt halt null Druck in den Ball. Und sein Kopfball. Und dann war es das dann. Oh Mann. Boah, das wär's gewesen, ey. Aber Reus hat natürlich einen guten Distanzschuss. Erster Abstoß, oder? Mit Fährmann. Okay, er läuft zu. Antizipiert echt gut, also fast immer in der Richtung, wo ich auch hinpassen will. Oh, eigentlich geil gespielt, aber hat wieder der letzte Schritt gefehlt. Nein, was für ein grober Fehler. Wurde zum Glück nicht bestraft, das war so nicht geplant. Aber da macht er wieder den Fehler. Eigentlich nicht schlechte Idee. Oh, fuck, den muss er doch machen, der Werner. Ärgerlich, beste Chance im Spiel. Ich wollte jetzt ihn nicht ärgern, das war ein bisschen spät gedrückt. Noch gar nicht mal so platt super, ne? Aber trotzdem denke ich, Alessandrini ist immer gut für 1-2. Pulisic lasse ich mal noch. Danke, Fährmann. Hat er eigentlich auch Fährmann im Tor? Ja, ne? War noch kein neuer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Ball angenommen. Oh, das macht er gut, das macht er gut. Ah, wir machen es auch noch besser mit Schmelzer. Was läuft denn Süle da rum? Hat er ein Glück. Vielleicht hätte ich ihn einfach direkt schießen sollen, aber ich dachte, ich habe noch Zeit für den Ballkontakt.
zum Glück geht er uns aus, ich dachte schon. Oh Gott, Lackertor, danke Werner. Oh Gott, Lackertor, aus der Distanz, richtig krass, aber ich freue mich. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich trinke erstmal einen Schluck. Also ich tue mich eigentlich ein bisschen schwer damit zu sagen, dass es eine verdiente Führung ist. Ich hatte zwar, würde ich sagen, die zwei besten Chancen im Spiel. Einmal, Moment, erstmal konzentrieren. Ah, es war so klar, oder? Es war so klar. Aber wie gesagt, ich hatte halt die zwei besten Chancen im Spiel. Einmal das Ding mit Werner, was er nicht macht. Und dann halt der geblockte Schuss von Pulisic, der ziemlich durch ist. Es ist zum Kotzen. Ich habe versucht zu verteidigen, aber Reus hat einfach den geilen Abschluss. Und naja, ist ein bisschen schade, aber nicht ganz unverdient, würde ich sagen. Aber wir machen einfach noch eins. Okay, da wäre fast das nächste Lackertor gefallen. Schade. Kleiner Risikopass, weil das Spiel gleich vorbei ist. Ja, scheiße. Ach, direkt eine Verlängerung, das ist natürlich eklig, aber... Ich denke schon... Das 1-0 war nicht ganz unverdient, aber ich denke, es ist auch okay, wenn es Verlängerung gibt. Ich nehme jetzt Pulisic raus, hat mir auch ehrlich gesagt nicht so gut gefallen in dem Spiel. So, ich will mal kurz gucken, was Brandt für Sterne auf die Füße hat. Rechtsfuß, 4 Sterne auf den Schwachen, okay. Bender hat noch fast grüne Ausdauer, richtig geil. Ich glaube, ich gehe der Verlängerung immer gerne ins Defensive erstmal. Und wenn ich dann ein Tor fresse, direkt ins Offensive. Schöner Schuss, schade. Dumm, haben wir mal ein bisschen Glück. Ultra schlechter Pass von, ich glaube, Rangis war es. Sehr krass schlecht. Ich weiß nicht, warum der in den Lauf geht. Ich habe ihn nicht geschickt. Och, meine Fresse. Süle ist zu langsam. Macht wieder den Fehler mit Reus, dass er einfach zu spät versucht abzuschließen. Das ist, glaube ich, kein Abseits. Mit der Hacke, ach Werner.
Bin ganz zufrieden mit der Hälfte, wobei Reus hat halt schon die Riesenchancen, ne? Die muss er halt mal eigentlich machen. Oh, bitte kein Elfmeterschießen, ich bin so schlecht im Elfmeterschießen, verdammt nochmal. Aber ich habe gelernt, man soll ja nicht so straff aufziehen, das wäre besser. Deswegen werde ich mal, wenn ich jetzt ins Elfmeterschießen kommen sollte, nicht so straff aufziehen, aber ich will jetzt einfach ein Tor schießen, damit ich nicht ins Elfmeterschießen muss. Boah, Tolisso, sehr geil. Geiler Pass. Oh, den verkackt er dann. Fuck. Tolisso wieder mal. Okay, jetzt wäre es verdient, hier mal ein kleines Tor zu machen, würde ich sagen. Sehr geil. Und jetzt nicht wieder das Gegentor fressen, verdammt nochmal. Aber jetzt würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall die Führung verdient. Und Werner halt, Biest. Ein bisschen lucky wieder, muss ich auch zugeben. Und hier wollte ich ihn auch nicht flach schießen. Ich glaube, da wäre auch nicht rein. Ich mache mal nur sehr defensiv. Ich will mal nicht ganz so tief stehen. Scheiße. So, und jetzt irgendwie versuchen, Zeitspiel zu machen. Wobei ich echt zugeben muss, Zeitspiel ist beschissen schwer in FIFA 18. Also viel, viel schwerer als in anderen Spielen. Finde ich aber gut. Dass es nicht so einfach ist. Oh nein, warum denn so ein ultra schlechter Pass? Was? Das war doch kein Stürmerfoul, was ist denn hier los? Aber 120. Komm, passiert nichts mehr bitte. Sehr gut, das war's. Schön ruhig, sagt der Fährmann, schön ruhig. Sehr geil. Och, das war wichtig, das war richtig, richtig, wichtig. Weil, wie gesagt, Elfmeterschießen, da hast du wieder konzentriert geblieben, bis zum Ende gekämpft, gegen wirklich schweren Gegner. Wobei man zugeben muss, dass er im Angriff nicht so gut war, dafür aber die Verteidigung hervorragend. Und ja, Werner macht wieder mal zwei Buden. Wer hat die Vorlagen gespielt? Bender und das andere war pur Lacker, okay. Muss ich direkt nochmal die Werte von Bender angucken, aber Werner würde mich auch mal interessieren. Ich will nicht ganz so viel dumm rumlabern. So viel Zeit haben wir nicht. So, 14 Spiele, nur 4 Scorerpunkte. Ist natürlich immer noch gut von 6er, aber ich hätte mit mehr gerechnet. Ich glaube, der Wert von den normalen Bänder, also nicht Scream, war glaube ich besser. Werner, 16 Spiele, 17 Tore, 6 Vorlagen, sehr gut. Was wollte ich noch gucken? Ach ja, Kedira. Vergleich zu Bender einfach mal. 15 Spiele, ja, aber ich würde auch sagen, Kedira hat schon 5 Tore gemacht. Das hab ich doch, kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es schon so viele waren. 6 Score-Punkte. Ah, das ist auch definitiv der beste Sechser, den ich bisher gespielt habe. Torgefährlichste. So, ich mache jetzt mal einen Cut, weil wir schneiden das ja mit der anderen Folge zusammen. Und dann gibt es 2 Spiele wieder in der nächsten. Also bis dann. Tschö.